Ein japanisches Sprichwort sagt, kein Weg ist lang mit einem Freund an deiner Seite. Das da sind meine Freunde, Guido, Günther und Bronco. Und das bin ich, Paul. Die große Liebe zu finden ist ein langer Weg, den man besser mit Freunden geht. Das war sie übrigens nicht, die große Liebe. Das war sie auch nicht. Mi amor! Die war es auch nicht. Und das ist sowieso eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls hatten wir alle unsere Probleme mit der Liebe. Und sie ist immer noch mit dem Kerl zusammen, für den sie dich damals verlassen hat. Die beiden sind sogar verheiratet. Oh. Kann ich eine Weile bei dir wohnen? Aber wozu hat man schließlich Freunde? Und bei Günther lief es dann ja auch ganz gut. Erstmal. Du musst mir helfen, Paul. Hat es nicht bis morgen Zeit, Günther? Ich muss zum Flughafen. Oh, wo geht's denn hin? Mallorca. Für einen Tag nach Mallorca. Der Verlag feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem Empfang. Tja, dann kannst du mir ja leider gerade nicht helfen, meine Ehe zu retten. Wie, was ist denn passiert? Iggy setzt mich mit dem Kinderthema total unter Druck, nachdem sie die Pille abgesetzt hat. Weil ich ja verhüten soll, wenn ich keine Kinder möchte, will sie jetzt andauernd Sex. Klingt doch gar nicht so schlecht. Die große Liebe zu finden ist ein langer Weg, den man besser mit Freunden geht. Das da sind meine Freunde. Günther. Iggy setzt mich mit dem Kinderthema total unter Druck, nachdem sie die Pille abgesetzt hat. Will sie jetzt andauernd Sex? Klingt doch gar nicht so schlecht. Guido, kannst du nach Mallorca kommen? Was denkt an? Sag mal, ist Rauchen nicht verboten mit dem Stent im Herzen? Keine Sorge, meine Kardiologin passt sehr gut auf mich auf. Und Bronco. Sag mal, könntest du mich ins Krankenhaus fahren? Und das bin ich, Paul. Was in aller Welt machst du auf Mallorca? Ich wohne hier. Und du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Frau. Wisst ihr, wo Günther ist? Hallo, Schatz. Hallo. Da musst du jetzt durch. Wir sind Gegner. Wir lieben die gleiche Frau. Hast du was getrunken? Drei Bier, die Flasche Wein, die zwei Yerbas und dann das andere Zeug. Kontrolle der Alkoholemie. Continue. Ich mag die Spanier. Patrick war Mutters Liebling. Da werde ich mir mal Mühe geben. Ich weiß zwar nicht genau, was passiert ist, aber es ist bestimmt nicht so, wie du denkst. Ups. Ich brauche jetzt nur noch nach dem Sex. Auf die Weise rauche ich nur noch 4 bis 5 Stück am Tag. Tiere, die im Fahrgastraum befördert werden, dürfen maximal 6 Kilo wiegen. Da gibt es keine Ausnahme? Für Blindenhunde. Konfuzius sagt, fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen. So bleibt dir Ärger erspart. Wie bleibt mir noch mal Ärger erspart? Yeah.